Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Und würde mich mega freuen, sollte ihr nicht dazu entscheiden solltet. Wir reden mit Beatin, schon lange nicht mehr gesprochen, altes Haus. Und machen die Gildenaufträge, also die Zimmer auf. Was ist das denn? Beatin sieht ganz aufgeregt aus, okay. Ah, mein guter Potato, was macht die Kunst? Ich habe eine Bitte an dich. Könntest du den Besitzer einer Waffe ausfindig machen? Und zwar handelt es sich dabei um eine Lanze, die von einem Waldläufer des Klageregiments im Nordwald aufgelesen wurde, wo sie einfach so auf dem Waldboden lag. Ich muss schon sagen, sie ist von beachtlicher Qualität und ich wüsste nur zu gerne, wem sie gehört. Leider fehlt ihre Spitze, aber dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass die Lanze in Ishgard gefertigt wurde. Die elegante Verzierungen sind unverkennbar. So wie das Schaft aussieht, war die Lanze lange in Gebrauch, was ihren Charakter zur Geltung gebracht hat. Die Lanze wurde ganz offensichtlich mit viel Liebe hergestellt und mit ebenso großer Liebe verwendet. Kurz gesagt, sie ist ein wahres Meisterwerk. Als ich sie zum ersten Mal sah, bekam ich ganz feuchte Augen vor Glück und wurde förmlich von der Liebe, die sie verströmt, überwältigt. Doch nun stecke ich in der Zwickmühle. So gern ich die Lanze auch behalten würde, ein solches Kunstwerk gehört in die Hände des rechtmäßigen Besitzers. Leider gestatten mir meine Pflichten als Gildenmeister keine längere Reise, deshalb hoffe ich auf deine Hilfe. Könntest du die Lanze für mich nach Ishgard bringen und ihren Besitzer aushändigen? Zum Glück gibt es einen Anhaltspunkt. Der Schaft ist mit einer geflügelten Krone verziert, dem Wappen der Tempelritter von Ishgard. In der Kongregation der Tempelritter weiß bestimmt jemand, wem die Lanze gehört. Bitte, finde den rechtmäßigen Besitzer, sonst komme ich nicht zur Ruhe. Da 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 dam dam. Ein Teleport bis nach Ishgard. So. Ba-ba-bam, ba-da-dam, ba-da-dam, bam, ba-da-dam, ba-da-dam. Aber so eine große Stadt, doch Kugane gab's. Ich wollte gerade sagen, in Stormblood gab's keine große Stadt, doch Kugane gab's. Und Kugane ist sehr hübsch. Das war schon toll, als ich das erste Mal damals hier nach Ishgard kam. Das war schon ein schöner Moment. Ja, mein Kind, was kann ich für dich tun? Ich kämpfte schon gegen die Drachen, als du noch in der Wiege lagst. Ich weiß, wie der Hase läuft. Welch prächtige Lanze. Ganz recht, das ist das Wappen der Tempelritter. Und ja, ich kenne die Verzierungen. Die Lanze gehörte einem Kameraden, der einen traurigen Tages nicht mehr von der Drachenjagd zurückkehrte. Seine Lanze wurde nie gefunden. Der Sohn des Unglücklichen lebt heute in den Schwaden. Ich glaube, er heißt Bartovio und soll ein ausgesprochen feiger Geselle sein, der nicht das Zeug dazu hatte, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Vielleicht mit der Hilfe der Lanze. Vielleicht tritt er dann in die Fußstapfen des Vaters. Wenn er die Lanze sieht. Bam, 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 bam. Zur Info für Leute, die Final Fantasy nicht kennen, die Schwaden ist so quasi das Armenviertel hier. Hier. Das hier sind die Schwaden. Das Armenviertel von Ishgard. Hallo, ich bin Bartovio. Was kann ein Abenteurer wie du von einem armen Mann wie mir wollen? Ich hab hier was von deinem Vater. Aber das ist ja die Lanze meines Vaters. Bei Halone, woher hast du sie? Sie war verschollen. Mein Vater war ein stolzer Tempelritter, der bei der Jagd nach einem Drachen verstarb, als ich noch ein Kind war. Man fand ihn in der Wildnis mit zahlreichen Kratzspuren am ganzen Leib. Man urteilte, er sei von gewöhnlichen Monstern getötet worden und damit unrühmlich gestorben. In Ishgard zählt nur der Tod durch Drachenklauen als Heldentod. Wer sich von gewöhnlichen Monstern töten lässt, gilt als Narr. Mir als Sohn eines Narren blieb eine glückliche Zukunft als Ritter versperrt. Deshalb habe ich geschworen, auf eigene Faust die Drachen zu jagen, um die Ehre unserer Familie wiederherzustellen. Du bist ein Zimmerer, nicht wahr? Könntest du mir einen Bogen anfertigen? Früher habe ich auch den Umgang mit der Lanze trainiert, aber ich will nicht wie mein Vater enden. Deshalb habe ich vor, die Drachen mit Pfeilen zu erlegen. Das hier ist mein Sohn. Sag guten Tag, Philippale. Verzeih, er ist bloß ein Kind und schlecht erzogen noch dazu. Ihm fehlt die Fürsorge seiner Mutter. Dafür kann er ganz gut mit Pfeil und Bogen umgehen. Die Vögel, die er jagt, füllen unsere hungrigen Mägen. Hoffentlich kann ich ihm irgendwann einmal ein besseres Leben bieten. Momentan bin ich leider knapp bei Kasse, aber sobald ich genug Geld gespart habe, gebe ich bei dir einen Bogen in Auftrag. Ich bin schon gespannt auf deine Arbeit.
Sobald du als Zimmererstufe, ja, kein Problem. Machen wir alles. Bartovio braucht einen neuen Bogen. Hallo Zimmerer, nun habe ich genug Geld gespart. Kannst du mir einen heiligen Zedern Kompositbogen bauen? Mit meinem alten Bogen kann ich nur niedere Monster erlegen, für die es kaum nennenswerte Belohnungen gibt. Mit einem heiligen Zedern Kompositbogen jedoch könnte ich mir größere vorknöpfen, womöglich sogar einen richtigen Drachen. Das könnte mein Eintritt in den Ritterstand sein. Ich kann dir nicht allzu viel dafür bezahlen, aber du würdest mir und meinem Sohn eine bessere Zukunft ermöglichen. Ich bitte dich, fass dir ein Herz. Habe ich schon, hier bitte sehr. Wie weit bist du mit dem heiligen Zedern-Kompositbogen? Ich kann es kaum erwarten. Ja, bitte sehr. Alles vorbereitet. In weiser Voraussicht. Danke, was für ein Meisterstück. Er ist federleicht und besitzt trotzdem eine hohe Spannkraft. Damit lassen sich auch schwere Pfeile problemlos schießen. Ehrlich gesagt will ich nicht irgendeinen Drachen erlegen, sondern einen ganz, ganz bestimmten, auf den ich es schon lange abgesehen habe. Sein Name ist Ngorovilu. Endlich habe ich die richtige Waffe gegen ihn. Seine Schuppen sind hart wie Stahl und selbst von der Lanze eines Ritters kaum zu durchdringen. Doch mit diesem Bogen werde ich einen platzierten Pfeil in sein Herz jagen. Wenn ich Ngorovilu erlege, werde ich bestimmt zum Ritter ernannt und kann meinem Sohn ein besseres Leben bieten. Wo treibt er sich eigentlich schon wieder herum? Kannst du mir helfen, Philippale zu suchen? Ich vermute, er ist irgendwo bei der Himmelsstahlwerkstätte. Wenn ich ihn rufe, ignoriert er mich bestimmt, so wie er sich in letzter Zeit benimmt. Ah. Müssen wir noch Leute suchen für die Leute hier? Das ist ja schlimm. Ich dachte, die Quest wäre vorbei, wenn ich ihm das gebe, aber nein. Bam, 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 bam. Dann laufen wir mal ganz kurz dahin und dann finden wir den Sohn und dann hoffentlich nächste Quest. Muss ja auch an die Zeit denken, ne? Am besten eine halbe Stunde bis Level 70, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Vielleicht müssen wir es teilen. Level 50 bis 60, 60 bis 70 oder so. Mein Vater ruft nach mir. Ich kann gerade nicht. Ich bin auf der Jagd. Stör mich nicht. Du vertreibst sonst die Vögel. Wie ich die Vögel ohne Bogen jage? Ha, das möchtest du wohl wissen, wie? Na schön, ich sag's dir. Mit Vogelfallen. Das ist viel leichter, als sich zu Fuß anzuschleichen. Und dafür brauche ich keinen Bogen. Also jetzt weißt du's. Stör mich nicht länger. Gut, wir können auch den Ätherit nutzen zum Teleportieren. Geht schneller. Verstehe. Auf dich hört der verzogene Bengel also auch nicht. Vor wem hat er das bloß? Tut mir leid, dass ich dich umsonst bemüht habe. Ich hätte meinen Sohn gerne gesehen, bevor ich mich auf die Jagd nach Ngorovilu begebe, aber ich kann nicht länger warten. Sicher wird mir dein Bogen Erfolg bescheren. Ich nehme, glaube ich, echt am liebsten die Silberstücke. Bartolovio sieht niedergeschlagen aus. Hallo, ich habe mich mit Ngorovilu gestellt, aber wie du siehst, bin ich leider noch nicht zum Ritter geschlagen worden. Das liegt aber keinesfalls an deinem Bogen. Der hat sich als stark und biegsam zugleich erwiesen. Es gibt nicht viele Handwerker, die ein solches Meisterwerk schaffen können. Nur leider scheint meine Fähigkeit im Umgang mit dem Bogen unzureichend zu sein. Ngorovilu flog so flink und hin und her, dass ich ihn einfach nicht treffen konnte. Dann hat er mich mit einem kräftigen Hieb zwischen die Bäume geschleudert. Ich dachte schon, das wäre mein Ende, doch zum Glück kam ein Mönch des Weges, der mich fand und meine Wunde versorgte. Er hat mein Leben gerettet und dafür bin ich ihm etwas schuldig. Bisher ist mir nichts eingefallen, womit ich mich bei ihm bedanken könnte, aber du bringst mich da gerade auf eine Idee. Als Zimmerer kannst du doch bestimmt auch Stäbe herstellen, oder? Der Mönch ist nämlich in der weißen Magie bewandert und würde sich über einen neuen Stab bestimmt sehr freuen. Allerdings habe ich keine Ahnung, worauf es bei einem Stab ankommt. Könntest du zum Ätheritenplatz gehen und dort den orthodoxen Mönch fragen, was für einen Stab er bevorzugt? Ich komme später selbstverständlich für die Unkosten auf. Bitte erweise mir den Gefallen. Wurdest du geschickt, um mich für meine Hilfe zu entlohnen? Ich sagte doch, dass ich keine Bezahlung erwarte, aber ich möchte auch nicht unhöflich erscheinen. Wenn es denn sein ausdrücklicher Wunsch ist, mir eine Freude zu bereiten, so würde ich mich über einen Kastanienroute entscheiden.
für eine Kastanienroute entscheiden. Mein alter Stab hat einige Schramm erlitten und müssten ausgetauscht werden. Ja, kein Problem, habe ich schon vorbereitet. Oh, du hast es tatsächlich geschafft, eine Kastanienroute herzustellen. Das wäre ja ganz vortrefflich. Bitte sehr. Was für ein prachtvolles Stück. Ich spüre auf Anhieb seine innige Verbindung zu den Lebensadern der Erde. Damit werde ich Wunden noch besser heilen können als bisher. Ich frage mich nur, wie sich der kleine Philippale einen solch meisterhaften Zimmerer wie dich leisten kann. Wie bitte? Es war gar nicht Philippale, der dich beauftragt hat, sondern sein Vater, Bartovio? Ehrenwerter Mensch, als Dank für die Rettung meines Vaters habe ich euch diesen leckeren Vogel gejagt. Nun bin ich ein wenig verwirrt. Dein Vater hat sich bereits bei mir erkenntlich gezeigt. Ich freue mich über dein Geschenk, aber ich finde, du hast eine anständige Mahlzeit nötiger als ich. Bitte behalte deine Beute. Wirklich, mein Vater hat ihnen schon etwas geschenkt? Ach, na gut. Danke, mein kleiner Philippale. Dein Vater kann stolz sein, einen solch treuen Sohn wie dich zu haben. Ups. Ich krieg immer die falsche Taste. Auch dir gilt mein Dank, Abenteurer. Richte Bartovio bitte aus, dass ich mich sehr gefreut habe. Nun muss ich mich leider entschuldigen. Die heilige Pflicht ruft. Naja, ehrlich gesagt hatte ich den Mönch gebeten, meinen Vater nachzugehen und ihm im Notfall zu helfen. Ich hatte einfach Angst, dass er bei der Drachenjagd verletzt werden könnte. Und so kam es dann ja auch. Aber das muss ein Geheimnis bleiben. Wenn mein Vater davon erfährt, wird er furchtbar eingeschnappt sein. Ich hoffe bloß, dass er sich nicht wieder Hals über Kopf in die Gefahr begibt. La 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 la. Danke, dein Stab war sicher ein angemessenes Geschenk für den Mönch. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte dich für deine Mühe entlohnen. Dieses Mal musste ich eine klägliche Niederlage einstecken, aber deshalb werde ich die Jagd auf Neguro Vilo noch lange nicht aufgeben. Ich muss nur noch ein bisschen mehr an meiner Schusstechnik feilen. Bartovio möchte einen neuen Versuch unternehmen, Neguro Vilo zu jagen. Hey Potato, schön dich noch einmal zu sehen, bevor ich mir Neguro Vilo vorknöpfe. Keine Sorge, seit dem letzten Versuch habe ich viel dazugelernt. Ich glaube, nun kann meine Schießkunst mit der Qualität deines Bogens mithalten. Dieses Mal ist das Biest dran. Halt mal, das ist merkwürdig. Wo ist denn der Bogen hin und wo steckt mein Sohn? Oh, da beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Potato, kannst du mir helfen, meinen Sohn Philippale zu finden? Versuch dein Glück bei den heiligen Stellen. Bam, bam, bam. Die Quest geht gut schnell voran, das muss man sagen. Das heißt, wir können vielleicht wirklich bis Level 70 die Quest durchziehen. Wir müssen aber für Level 70 müssen wir craften, also für 60 bis 70, weil wir die Zutaten für die Sachen, die wir craften müssen, nur in der Quest erhalten. Das ist ein bisschen anders als bisher. Ich kann da nicht vorarbeiten für. Dieser verdammte Bogen bringt nicht das Unglück. Philippale, du hast also meinen Bogen. Was hast du damit vor? Ich wollte ihn wegwerfen, Vater. Du darfst nicht wieder gegen Neguro Vilo kämpfen. Beim nächsten Versuch wird er dich bestimmt töten. Aber was redest du denn da? Ich weiß, was ich tue. Ich werde ihn aus sicherer Entfernung mit einem Pfeil erschießen. Lügner, beim letzten Versuch hat er dich auch erwischt. Hätte ich nicht den Mönch gebeten, dir zu helfen, wärst du jetzt schon tot. Wie bitte? Ich bat den Mönch, dir zu folgen, weil ich Angst um dich hatte. Und das aus gutem Grund. Und ich dachte, das Schicksal hätte es einfach gut mit mir gemeint. Es tut mir leid, mein Sohn, dass ich dir so große Sorgen bereitet habe. Aber versteh doch, dass ich es wenigstens versuchen muss. Nur indem ich einen Drachen erlege, steige ich zum Ritter auf. Nur dann kann ich dir das Leben bieten, das du verdienst. Du sollst nicht so enden wie ich. Ich will nicht als Waisenkind enden, so wie du. Oh. Wenn du es schon versuchen musst, dann ändere deine Taktik. Überleg dir eine sichere Methode, Neguro Vilo zu erledigen. Wenn das bloß so einfach wäre. Ich jage Vögel mit Fallen. Vielleicht wäre das eine Lösung. Du könntest eine große Drachenfalle bauen, damit Neguro Vilo festsetzen. Und damit Neguro Vilo festsetzen und ihn dann erschießen. Eine Drachenfalle? Natürlich, gar keine schlechte Idee. Herr Zimmerer, könnt ihr nicht meinem Vater dabei helfen? Bitte besorgt ihm das Material für die Falle. Mit einer Falle könnte es tatsächlich gelingen. Es ist vielleicht nicht die ehrenvollste Methode, aber ich kann mir nicht erlauben, mein Leben zu riskieren. Ich darf meinen Sohn auf keinen Fall allein lassen. Er braucht seinen Vater.
Also will ich es versuchen. Kannst du mir Material besorgen, das der gewaltigen Kraft eines Drachen standhält? Bloß was für ein Material stark genug ist, weiß ich nicht. Du vielleicht. Oder kannst du deinen Meister um Rat bitten? Ich werde hier auf dich warten. Nein, du musst jetzt zurück teleportieren. Bam, 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 bam. Bam, 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 badadam. Eine Drachenfalle? Was für ein ausgefallenes Projekt. Da hat deine Reise nach Ishgard ja eine überraschende Wendung genommen. Was du brauchst, ist ein Holz, das möglichst bruchfest ist und gleichzeitig witterungsbeständig. Solch ein Holz wirst du hier in Gridania nicht finden. Aber ich weiß, wer dir weiterhelfen kann. An der Himmelswehr im zentralen Hochland von Körthas lebt ein Gärtner namens Rüteloin. Er kennt jeden Baum und jeden Strauch in Körthas. Oh mein Gott, jetzt muss ich noch weiterreisen. Was ist hier los? Ich weiß auch, was für ein Holz es ist. Ich hab doch Internet. Oh. Klar, ich habe die Reittiere hier nicht drin. Weil ich selten reite als Zimmerer. In der Regel reite ich als Zimmerer nicht durch die Gegend. Boah, ich erinnere mich noch so, als wäre es gestern gewesen, wo wir hier angekommen sind und ich mir dachte, oh, jetzt geht's richtig los. Jetzt nimmt das Spiel Fahrt auf. Wir sind so in den letzten Gebieten des Spiels. Von A Realm Reborn damals, ne? Holz für eine Drachenfalle. Dafür kommt eigentlich nur Birkenholz in Frage. Birkenholz hat zwar keine so schöne Maserung wie Eichen oder Teakbaumholz, aber es ist äußerst bruchfest und witterungsbeständig. Für eine Falle, die im eisigen Körthas ausgelegt werden soll, gibt es kein besseres Material. Bam, badam, bam, bam, bam. Hallo Potato, hast du geeignetes Material für die Drachenfalle gefunden? Ah, natürlich, Birkenholz. Das dürfte nicht so leicht brechen und weder Eis noch Schnee können ihm etwas anhaben. Danke für deine Hilfe. Hier deine Belohnung. Es ist wieder nicht viel, aber es kommt von Herzen. Warte nur ab. Bei unserem nächsten Treffen stehe ich dir als Drachentöter gegenüber. Na, das wollen wir mal sehen, ha? Das wollen wir mal sehen. Na, ändert er denn seinen Skin? Nö, sein Skin ist immer noch gleich, also von daher ist er immer noch kein Drachentöter. Bartovios Jagd auf Noguru Vilo scheint wieder nicht davon Erfolg gekrönt zu sein. Es hat wieder nicht geklappt. Zunächst hat die Drachenfalle einwandfrei funktioniert und der wütende Noguru Vilo, der sich daran verfangen hatte, bot einen herrlichen Anblick. Tatsächlich war er nicht in der Lage, die Falle mit reiner Körperkraft zu zerbrechen, doch wir hatten nicht mit seinem Flammenodem gerechnet. Damit hat er die Falle verbrannt, ohne Rücksicht auf seinen eigenen Körper zu nehmen. Ich schoss noch schnell mehrere Pfeile auf ihn ab, die jedoch allesamt an seinen stahlharten Schuppen abprallten. Als der Drache dann wutschnaubend auf mich zuraste, nahm ich die Beine in die Hand, wie ich es meinem Sohn versprochen hatte. Aber ich denke nicht daran aufzugeben. Selbst die Guru Vido muss eine Schwachstelle haben. Ich muss sie nur aufdecken und dafür brauche ich deine Hilfe. Könntest du bei der zerstörten Falle nachsehen, ob dort irgendein Hinweis auf eine Guru Vido Schwachstelle zu finden ist? Vielleicht ist dort einer seiner Schuppen liegen geblieben, die wir uns näher ansehen können. Die Falle bzw. das, was von ihr übrig geblieben ist, liegt in der Nähe des Urteilsfelds. Wenn du dich dort beim fröstelnden Retter meldest, wird er dir die Falle zeigen. Komm wieder zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Dann überlege ich mir den nächsten Schritt. Viel Glück! So. Dann reiten wir mal hin mit unserem Schokobo. Aber wisst ihr was? Gerade beim Schokobo muss ich mal ehrlich sagen, da habe ich irgendwie mehr Lust, die Musik zu hören vom Schokobo. Die habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Dam dam, dam da dam, dam da dam, dam dam, dam dam, dam dam, dam dam, dam dam, dam dam. Wir reiten als Zimmerer durch Körthas.
Das sind Werkzeuge, die ich bei mir trage. Ich bin ja gerade Handwerker. Ich bin ja gerade als Handwerker unterwegs. Das ganz kurz zu erklären, du kannst in dem Spiel alle Klassen spielen, alle. Du kannst auch Gladiator, Dunkelritter, Revolver kriegen, du kannst Tank, Heiler, alles mit einem Charakter. Du kannst einfach deinen Job wechseln. Und ich bin jetzt halt gerade Zimmerer, wie man sieht. Ich hatte mein Zimmererzeug, meine Säge habe ich hier. Ne? Ich habe nur ein Werkzeug. Ich bin nur ein Handwerker. Die Überreste der Drachenfalle habe ich schon längst verfeuert. Wer könnte mir das verübeln, so kalt wie es hier ist? Unter dem Holz lag eine Phorid-Lanzenspitze, die vermutlich in den Drachen gesteckt hat. Die habe ich natürlich aufgehoben. Brennt ja schließlich nicht. Hier, schenke ich dir. Nun, könntest du einen Hinweis auf eine Gohovilo-Stochstelle finden? Ja? Ich glaube, mich trifft ein Chocobo. Die Lanzenspitze kenne ich. Sie gehört zu der Lanze meines Vaters, die du mir gebracht hast. Erinnerst du dich? Das bedeutet, mein Vater wurde nicht von einem gewöhnlichen Monster getötet. Er starb im Kampf gegen die Gohovilo. Dabei stieß er seine Lanze tief zwischen die Schuppen der Bestie, wo sie fast 20 Jahre lang stecken blieb. Erst als der Drache aus seinem Winterschlaf erwachte und über den Finsterwald flog, brach die Lanze ab und fiel zu Boden. Nur die Lanzenspitze blieb in seinem Leib stecken. Ein Wink des Schicksals. Nun kennen wir Negorovilos Schwachstelle. Dort, wo die Lanze meines Vaters steckte, ist das Biest verwundbar. Die Lanzenspitze ist gerade erst herausgefallen. Die Wunde kann also noch nicht verheilt sein. Wenn es mir gelingt, genau diese Stelle zu treffen, werde ich seine schutzlose Haut durchdringen. Leider bin ich kein so guter Schütze. Mir bleibt nichts anderes übrig, als selbst zur Lanze zu greifen. Nein, nein, das darfst du nicht. Wenn du dem Drachen zu nahe kommst, wird er dich töten. Dein Vater hat es auch mit der Lanze versucht und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Deshalb wolltest du den Drachen aus der Ferne mit dem Bogen erschießen. Hast du das schon vergessen? Mach dir keine Sorgen. Mit der Lanze kann ich viel besser umgehen als mit dem Bogen. Außerdem habe ich einen mächtigen Verbündeten, Zimmerer Potato. Er ist in der Lage, eine viel bessere Lanze als die meines Vaters herzustellen. Damit werde ich den Drachen besiegen. Lügner, ich glaub dir kein Wort. Ich bereite ihm nur ungern Sorgen, aber mein Entschluss steht fest. Ich werde zur Lanze greifen. Die Spitze der Lanze meines Vaters war aus speziellem Halone-Stahl und ist dennoch abgebrochen. Wir brauchen also einen noch härteren Stahl. Ich würde sagen Adamantit. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber kannst du mir ein Adamantit-Dreizack machen? Ich würde dafür alle Ersparnisse zusammenkratzen, die mir noch geblieben sind, für die Gelegenheit, die Ehre meines Vaters reinzuwaschen. Um den Gegenstand herzustellen, musst du den Meisterrezeptbutter, habe ich alles. Alles schon gemacht, alles schon erledigt. Und warum will ich zum Ritter werden? Ich bin was viel Stärkeres als ein Ritter, ich bin Krieger des Lichts. Das ist viel höher als jeder Ritter. Außerdem hausiere und deniere ich mit der High Society von Ishgard, wenn ich das möchte. Ich kann es kaum erwarten, meinen Vater zu rächen. Hast du den Adamantit-Dreizack fertig? Was für eine prächtige Waffe. Die Spitze aus Adamantit ist unglaublich scharf und der leichte Schaft liegt gut in der Hand. Damit kann ich den Drachen töten. Ich muss es nur schaffen, die Lanze noch tiefer in sein Leib zu rammen, als es mein Vater getan hat. Wohlan, so schreite ich zur Tat. Ich werde Negorovilo nördlich des Urteilsfelds zum Kampf fordern. Potato, darf ich eine letzte Bitte an dich richten? Sag mein Sohn Philippe Lee, dass ich für die Ehre seines Großvaters kämpfen und ganz sicher lebend zurückkehren werde. Er treibt sich bestimmt wieder bei den heiligen Stellen herum. Ich sehe das schon kommen, der kommt nicht zurück. Oh nein. Dann ist mein Herz aber sowas von zerbrochen, wenn er nicht wiederkommt. Da, 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 dam, bam, bam, da, da, dam, 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 dam. Mein Vater will für die Ehre meines Großvaters kämpfen. Das hat er wirklich gesagt. Bisher hat er immer nur schlecht über Großvater geredet, aber vielleicht hat er sich mit ihm versöhnt.
In Ordnung, ich will meinem Vater vertrauen, doch ich halte die Ungewissheit nicht aus. Bitte, Herr Zimmerer, bring mich zu einem Platz, von wo aus ich den Kampf beobachten kann. Ich will sehen, wie mein Vater dem Drachen gegenübertritt. Ich verspreche, dass ich Abstand halten werde. Bitte, falls du mich nicht hinbringst, gehe ich auf eigene Faust. Vielleicht nicht in einem Stück, aber komm zurück. Dam, 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 da, da, dam. So, Reittierverzeichnis, Chocobo. Bam 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 bam. Wir können auch andere Musik hören, Moment. Hier. Damit der Mithril auch mal coole Musik hört. Hier. Das ist Musik von einem Boss im Spiel. Da 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 da. Ich muss die anderen Mons auch noch besorgen für den anderen Bossen, damit ich die Musik von denen abspielen kann. Das ist Oblivion. Das Lied. Yes! Vater tot. Ja, Vater, so ist es recht. Vater, wenn du das halt nur sehen könntest, ich habe die Lanze genau in die Wunde gestoßen, die du mit deinem letzten Atemzug freigelegt hast. Vater, du hast es geschafft! Du hast eine Guruvido erlegt! Was machst du denn hier? Hier ist es viel zu gefährlich. Du hörst aber auch nie auf das, was ich dir sage. Du siehst ganz toll aus mit der Lanze. Mein Vater ist jetzt ein richtiger Drachentöter. Ja, so ist es. Ich habe nicht nur meinen Vater gerecht und die Familienehre gerettet, sondern mir auch den Titel eines Drachentöters verdient. Sobald meine Tat offiziell anerkannt und ich in den Ritterstand erhoben wurde, kann ich dir ein besseres Leben bieten, mein Sohn. Potato, du hast meinen Sohn hierher gebracht und auf ihn aufgepasst. Erneut danke ich dir von Herzen. Besonders für die Lanze, die du für mich gemacht hast. Sie erst hat meinen Sieg ermöglicht. Obwohl sie so leicht ist, drang sie durch den Körper des Drachen wie durch Butter. Mit einer solchen Lanze hätte mein Vater damals womöglich überlebt. All die üblen Nachreden, und ich habe mich davon beeinflussen lassen und schlecht über ihn gedacht. Welch großes Unrecht. Bestimmt hat Großvater dir zugesehen und dir vergeben. Ja, ganz bestimmt. Ich war lange nicht mehr an seinem Grab. Er liegt hier ganz in der Nähe. Darf ich es dir zeigen? Ich werde nur mit meinem Sohn zum Grab meines Vaters gehen. Es wäre uns eine Ehre, wenn du uns begleiten würdest. Du hast uns geholfen, seine Ehre wiederherzustellen. Sein Grab liegt bei den Gorgagne-Höfen. Hab ich noch irgendwelche andere Reittiere mit toller Musik? Nee, eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, das hat auch normale Musik, oder? Ja. Nichts Besonderes. Was ist denn mit dem Ding hier zum Beispiel? Warte mal, was hat das für Musik? Ich weiß das gar nicht. Auch die gleiche Musik, okay. Aber es ist hübsch, das Reittier.
Vater, diese ehrenwerte Zimmerer hat die Lanze gefällt, mit der ich Negoro Vilo getötet habe. Das hier ist Philipp Palais, mein Sohn, dein Enkel. Ich hätte ihn schon viel früher hierher bringen sollen. Es tut mir leid, dass ich dich so lange für feige gehalten habe. Ich habe die Lanze geführt, doch der Sieg gebührt dir. Dir und diesen Zimmerer. Du hast eine Wunde in den Schuppenpanzer geschlagen und er hat die Lanze geschmiedet. Ruhe in Frieden, Vater. Potato, danke, dass du mir bis zur letzten Seite gestanden hast. Ich werde nun mit meinem Sohn zu den Tempelrittern gehen, um von dem Vorfall zu berichten und den Namen meines Vaters ins rechte Licht zu rücken. Lebe wohl. Yay. Damit endet die Zimmerer-Auftragsreihe von Final Fantasy XIV Heavensward. Um die nächste Auftragsreihe zu beginnen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, es wurde eine Spiellizenz für die Erweiterung Stormblood erworben. Zweitens, der Auftrag des Hauptszenarios nach dem Drachenkrieg Anlass zu einem mutigen Schritt ist abgeschlossen. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Auftragsreihe für Zimmerer bei Beatine fortgesetzt werden. Kein Problem, können wir machen. Zwar haben wir jetzt eine halbe Stunde, ich könnte den Part jetzt einfach beenden und wir machen noch einen Part, aber wir haben so viele Parts mittlerweile von Final Fantasy, dass ich einfach sage, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach, wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Egal wie lange es jetzt dauert, ist egal. Jeder Part eine Klassenquest komplett durch von 50 bis 70. Keine Kompromisse hier. Das heißt, ihr seht jetzt endlich mal wieder ein bisschen Crafting. Ihr habt sehr selten auf meinem Let's Play hier Crafting gesehen. Aber diesmal müssen wir craften, weil wir diese Zutaten erst hier bekommen. Beatin, freut sich, dich zu sehen. Hallo Potato, schön, dich zu sehen. Gut siehst du aus. Ist bei dir alles in Ordnung? Sehr gut, das freut mich zu hören. Eine junge Schülerin von mir, die sich erst vor kurzem unsere Gilde angeschlossen hat, geht es leider weniger gut. Sie scheint irgendetwas auf dem Herzen zu haben. Mit mir redet sie kein Wort darüber. Bestimmt traut sie sich nicht, weil ich ihr Meister bin. Vielleicht fällt es ihr leichter, sich dir anzuvertrauen. Sie heißt Semi. Bitte, kümmere dich ein bisschen um sie, ja? Du findest sie draußen bei dem Holzvorrat vom Eingang. Ach, wir übernehmen jetzt so ein bisschen auch die Meisterfunktion, weil wir jetzt auch so hoch gestiegen sind, dass wir jetzt uns auch um Schüler kümmern und so. Das finde ich cool. Das erklärt das auch mit den Zutaten, dass wir dann Zutaten von dem bekommen und so und das dann craften. Hallo, ich bin Semi und du bist doch Potato, der berühmte Abenteurer und Meister Beatins begabtester Schüler. Wenn mir jemand einen guten Rat geben kann, dann du. Aber wir kennen uns ja noch gar nicht richtig. Ach, was soll's. Unsere Gilde ist in ernster Gefahr. Wir verkaufen immer weniger Möbel. Wenn das so weitergeht, sind wir bald bankrott. Ja, du hast richtig gehört. Mir ist aufgefallen, dass Meister Beatin in letzter Zeit kaum noch etwas isst. Bestimmt vor lauter Kummer. Er schnallt seinen eigenen Gürtel enger und arbeitet Tag und Nacht, um seine Schüler zu versorgen. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um seine Gesundheit. Ich kann nicht länger tatenlos zusehen. Also habe ich beschlossen, den Markt genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich will herausfinden, welche Möbel gerade besonders gefragt sind, damit sich unsere Gilde darauf einstellen kann. Dafür brauche ich allerdings die Hilfe eines erfahrenen Zimmerers. Deine Hilfe. Bist du dabei, Potato? Wunderbar, vielen Dank. Dann lass uns gleich die Gredania in Mionis Hexenstübchen befragen. Sie sind unsere wichtigsten Kunden. Mionis, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich bin auch kein Aussprechungsexperte. Ich weiß aber, was Hexenstübchen ist. Das ist kein Problem. So. Was für Möbel ich in letzter Zeit gekauft habe? Also das waren hauptsächlich importierte Waren aus dem Fernen Osten. Früher war meine ganze Ausrichtung im kredanischen Stil gehalten, aber neuerdings habe ich meine Leidenschaft für exotische Möbel entdeckt.
Naja, mein Haus in den Lavendelbeeten ist gerade fertig geworden und ich habe es hauptsächlich mit Möbelstücken aus Doma eingerichtet. Zuerst war es etwas ungewohnt, aber ich bereue die Entscheidung nicht. Das ausgefallene Design passt einfach perfekt zu mir. Ja, immer diese Individualisten, das ist immer das Lustige, ne? Die fühlen sich alle so individuell und alle kaufen sie aus Doma. Weißt du? Alle fühlen sich dann so individuell, weil sie alle aus Doma kaufen, aber im Endeffekt sieht dann alles wieder gleich aus, weil sie alles aus Doma gekauft haben. Also... Das ist halt so lustig irgendwie. So ist es auch in echt irgendwie. Das ist halt lustig. Kennt man ja dieses YouTuber-Ding mit diesem Billy-Regal oder wie das Regal von Ikea nochmal hieß, immer im Hintergrund, ne? Alle hatten das. Alle. Und alle haben sich so individuell gefühlt, weil sie ihre Sachen da reingestellt haben. Aber jeder hatte das gleiche Regal im Hintergrund. Du, das interessiert sich für meine Möbel. Meine neuesten Erwerbungen kommen aus dem fernen Land Higashi. Die traditionell gefertigten Möbelstücke sind schlicht und trotzdem exotisch. Eine faszinierende Kombination, die mich gleichzeitig beruhigt und inspiriert. Ich finde das sehr lustig. Ich finde die Quest jetzt schon toll. Unsere Kunden verlangen also hauptsächlich Waren aus dem fernen Osten. Und das, obwohl wir hier in Gridania so erfahrene Möbelbauer haben. Über kurz oder lang wird die Zimmerergilde in der Bedeutungslosigkeit versinken. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich würde Meister Beatin ja gerne vorschlagen, dass wir selbst Möbelstücke im fernöstlichen Stil produzieren und anbieten. Ich glaube aber nicht, dass er auf mich hören würde. Ich bin ja noch ganz neu in der Gilde. Du jedoch, Potato, genießt sein Vertrauen. Wenn du mich begleitest, können wir ihn hoffentlich überzeugen. Los, lass uns gleich zu ihm gehen. Je schneller wir mit der Produktion beginnen, desto besser. Ja, ja. Es hat auch immer so eine lustige Sache bei Trends und sowas, ne? Auch, sei es Bubble Tea oder was auch immer, ne? Alle trinken dann auf einmal Bubble Tea und alle denken, sie wären so individuell und besonders, weil sie ja Bubble Tea trinken, weil sie sind ja ganz anders und sie trinken ja das, ne? Sie sind ja so individuell, aber im Endeffekt sind sie alle gleich. Laufen alle die gleichen Trends hinterher. Ach, wie schön, euch beide zu sehen. Ihr wirkt so, schon so vertraut miteinander. Das freut mich wirklich, aber ich habe viel zu tun. Fasst euch kurz. Meister, wir haben uns in Millionen Hexenschüppchen umgehört. Die Gridania sind neuerdings ganz wild auf Möbel aus dem fernen Osten. Wenn wir auf den Trend aufspringen, können wir unsere Verkaufszahlen bestimmt steigern. Potato und ich haben uns überlegt, wir könnten doch Möbel im fernöstlichen Stil produzieren. Was haltet ihr davon, Meister? Glaubst du wirklich, schlichte Nachahmung führt zum Erfolg? Du scheinst wild entschlossen zu sein. Also schön, ich erlaube es. Unter einer Bedingung. Semi, reise in den fernen Osten und lerne aus erster Hand, wie dort Möbel gebaut werden. Jedes Handwerk ist selbstverständlich geprägt von den kulturellen Eigenarten und Lebensweisen der Handwerker. Es ist unmöglich, ihre Schöpfung nachzuahmen, ohne die Schöpfer kennenzulernen. Das ist alles? Das ist die Bedingung? Dann erfülle ich sie mit Freude. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister Beatin. Ich mache mich sofort auf den Weg und schicke eine Nachricht, sobald ich den fernen Osten erreiche. Eifrig ist sie ja, aber ich frage mich, ob sie mich wirklich verstanden hat. Immerhin ist Zimis Trübsal verflogen. Danke, dass du sie aufgeheitert hast. Jetzt bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als auf eine Nachricht von ihr zu warten. Hoffentlich kommt sie wohlbehalten im fernen Osten an. Badam, bam, bam. Auf dich warten neue Herausforderungen, sobald du als Zimmerer Stufe 63... Ja, ja, ja. Hallo Potato, ich habe einen Brief von Semi aus Kugane bekommen. Sie schreibt, es war eine lange und beschwerliche Reise, aber sie ist wohlbehalten angekommen. Der Großteil ihres Berichtes handelt von dem exotischen Essen, das sie mit großer Freude probiert. Ich habe sie geschickt, um die Kultur des fernen Ostens kennenzulernen, aber allmählich überkommen mich Zweifel, ob sie dieser Aufgabe allein gewachsen ist. Ehrlich gesagt wäre es mir lieber, wenn du bei ihr wärst, um ihr notfalls zu helfen. Ich weiß, es ist ein weiter Weg, aber würdest du für mich nach Kugane reisen? Nicht nur, um auf Zemi aufzupassen. Ich möchte, dass du dir dabei unterstützt, eine gute Handwerkerin zu werden. Der beste Weg wäre meiner Meinung nach, vor Ort nach Leuten zu suchen, die Möbel brauchen und ihre Wünsche zu erfüllen. Großartig. Dein ungetrübter Tatendrang erfrischt mich wieder aufs Neue. Immer wieder aufs Neue. Kein Grund zur Verlegenheit. Ich kann dich gar nicht genug loben. Also dann. Semi hat geschrieben, dass sie sich in Kugane des Öfteren in dem Gasthaus Shiokatsu aufhält. Ich wünsche dir eine gute Reise und viel Erfolg. So. Dann reisen wir mal schnell nach Kugane. Oder Kugane. Kugane. Bam, badam, bam.
Bam. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt, ganz ehrlich. Da ist ja drumherum nichts, von dem man aus irgendwie da raufspringen kann. Versteht ihr? Da ist ja nichts. Da muss es irgendeinen Trick geben, dass man von weit oben runterspringen muss oder so. Potato, so ein Zufall. Was machst du denn hier? Zuerst hatte ich Angst, meiner Heimat Kredania den Rücken zu kehren, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Hingashi ist einfach wundervoll. Die lange Zeit der Abschottung hat eine eigenständige und uns völlig fremde Kultur hervorgebracht. Solche elegante Form und Verzierung wie hier habe ich in Eosea noch nie gesehen. Diese Kunstfertigkeit eignet man sich nicht über Nacht an, aber ich gebe mein Bestes. Bevor ich weitererzähle, sag, was hat dich hierher verschlagen, Potato? Meister Beatin hat dich geschickt, um mir zu helfen. Wobei denn? Naja, er wird gute Gründe dafür gehabt haben. Meister Beatin hat dir also geraten, wir sollten hier vor Ort nach Kunden suchen, die Möbel brauchen. Keine schlechte Idee. Meister Beatin ist ein erfahrener Lehrer. Wenn mich seine Aufgabe zu einer besseren Handwerkerin macht, stelle ich mich gerne der Herausforderung. Dann lass uns gleich den Kugane auf Kundenfang gehen. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Da, da, ba, 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 bam. Da, dam. Schwabdi-dabdi-da. Schwabdi-dabdi-dabdi-da. Schwabdi-dabdi-dabda. Da, 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 da. Bam, 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 bam. Ah, Potato, ich habe eine potenzielle Kundin ausfindig gemacht. Aber es gibt ein klitzekleines Problem. Problem? Sie ist das Problem. Sie hört mir einfach nicht zu. Kaum hatte ich angefangen zu erzählen, hat sie schon ihre Werkzeuge vorgekramt und losgezimmert. Ich glaube nicht, dass sie mir überhaupt zugehört hat. Du machst auf mich einen viel ruhigeren und aufmerksameren Eindruck. Hast du ein offenes Ohr für mich? Mein Problem ist, nun ja, mein Aussehen. Meine Freunde versichern mir, ich sei hübsch, aber ich werde den Gedanken nicht los, dass ich hässlich bin. Ich habe solche Angst davor, wie man über mich redet, dass ich mich kaum noch auf der Straße traue. Das tut mir leid. Hätte ich dir doch nur besser zugehört. Meine Mutter meinte auch immer, ich solle nicht immer alles so überschätzen. Wir werden gemeinsam versuchen, eine Lösung für dein Anliegen zu finden. Aber das könnte etwas dauern. Bitte lass mich dich zum Gasthaus Shiokaze begleiten. Dort lässt sich die Zeit angenehmer vertreiben als hier. Potato, kannst du die Theaterschauspieler des Muyukoza befragen, wie man am besten seine Selbstvertrauen verbessern kann? Du kennst die Schauspieler sofort in ihren eleganten Äußeren und ihrem selbstbewussten Auftreten. Bam, 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 badam, badam. Da, 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 da. Eine Frau, die sich ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlt, das sollte nicht sein. Vielleicht kann sie ihre Selbstzweifel im Zaum halten, wenn sie sich schminkt. Eine Veränderung der äußeren Erscheinung hat eine erstaunliche Wirkung darauf, wie man sich fühlt. Schau her, ich bin eine einfache Frau und mit ein wenig Schminke im Gesicht verwandle ich mich in eine feine Dame. Das ist eine Frau, ups. Upsala, upsala, es tut mir leid, da-di-da-da-da-da-da. Eine Methode, das Selbstbewusstsein zu verbessern? Tja, da muss man sich bei sich selbst ansetzen. Andere kann man nur schwer ändern. Ob ich schon mal Angst hatte, vor fremden Leuten aufzutreten? Klar, manchmal bin ich aufgeregt, aber das vergeht, sobald ich geschminkt bin und meine Kostüm trage. Damit fühle ich mich jedes Mal wie verwandelt. Auch eine schöne Kritik wieder, ne? Das ist aber die falsche Antwort, Leute, ne? Sich schminken, keine Ahnung was, das kann nicht die Lösung für eure Selbstbewusstseinsprobleme sein. Lasst euch das gesagt sein vom Potato Pet, dem Meister des Selbstbewusstseins. Gerade ich, gerade ich, ja klar. Naja, ich weiß schon, was ich wert bin, aber ich bin halt kein hübscher Mensch, ne? Also, was soll ich tun? Schminke wird da nicht mehr helfen bei mir. Potato, hast du eine Idee, wie wir unseren Kunden helfen könnten? Mit einem Speer. Nee, mit einem Schminkkästchen. Natürlich, vielleicht kann ich ihr ein bisschen Schminke dabei helfen, selbstbewusster aufzutreten und ihre wahre Schönheit zur Geltung zu bringen. Potato, du bist genial.
Hier, ich habe sogar geeignetes Material für einen hochwertigen Schminkkasten vorrätig. Meister Beatin gab mir eine großzügige Reisekasse mit auf den Weg und davon habe ich hier Materialien gekauft. So. Ups, da habe ich wieder total komische Sachen getippt. Ach, ich finde die Rezepte so nicht. Muss man dann hier reingehen oder was? Ja. Dann machen wir das mal. Glaubst du wirklich, du kannst mir zu mehr Selbstvertrauen verhelfen? Ja. Ein Schminkkasten. Und was für ein schöner. Der ist aber ganz schön groß. Ist nicht ein bisschen zu groß für die? Ich soll wie ein Schauspieler in eine Rolle schlüpfen und so meine Ängste zu beherrschen lernen. Ach, da könnte doch etwas dran sein. Wenn ich weiter untätig herumsitze, wird sich jedenfalls ganz bestimmt nichts ändern. Also, ein Versuch ist es wert. Verzeihung, darf ich auch einen Blick darauf werfen? Hey! Potato, all diese feinen Details, dein Werk ist makellos. Jetzt ist mir klar, warum du so hoch in der Gunst von Meister Beatin stehst. Das hätte ich niemals so gut hinbekommen, selbst wenn ich verstanden hätte, was unsere Kundin braucht. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht helfen konnte und ich entschuldige mich für meine Inkompetenz. Schon gut, wäre ich etwas selbstbewusster, hätte ich mich dir gegenüber auch besser ausdrücken können. Aber egal, du bist doch hierher gekommen, um unsere Kultur kennenzulernen, nicht wahr? Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Das höre ich doch gerne. Bisher habe ich mich nicht gerade geschickt angestellt, aber das wird sich ab jetzt ändern. So, dum, ba, dum, bam. Potato, danke für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich kläglich versagt. Hoffentlich werde ich eines Tages auch nur annähernd so gut wie du. Der Weg dorthin ist noch weit, aber ich gebe nicht auf. Bleibst du auch noch länger im Fernosten? Es wird dir hier sicher gefallen und es gibt viel zu entdecken. Lass uns unsere Erfahrungen austauschen, sobald wir die Kultur etwas besser verstehen. Materialprüfung. Ah. Oh, das hätte ich auch gebraucht. Schon immer gebraucht, aber... Ich mache die Quest gerne mit euch zusammen. Ich nehme die gerne auf, deswegen, ja. Deswegen habe ich die bisher nicht gemacht. Semi ist ganz aufgeregt. Hallo, Potato! Seit unserer letzten Begegnung habe ich eifrig geübt und mir neue Techniken angeeignet. Du wirst staunen. Bisher habe ich mich gerade geglänzt, aber das wird sich nun ändern. Um dir meine Tatkraft zu beweisen, habe ich schon eine neue Kundin ausfindig gemacht und auch schon gleich ein passendes Produkt für sie entworfen. Damit hättest du nicht gerechnet, oder? Jetzt muss ich nur noch mein Werk abliefern. Kommst du mit zum Omineko Teehaus, dann kannst du den Beginn meiner glorreichen Karriere im Fernosten hautnah miterleben. Ba-ba-bam. Wie kommt man da hin? Wie? Von da hier so weit rüberspringen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man eine andere Klasse haben, Ninja oder sowas. Vielleicht gehst du damit. Wie meinst du das? Du kannst es nicht gebrauchen, aber ich habe dir doch ganz genau zugehört. Diese kleine hübsche Schild wird scharenweise neue Gäste anlocken. So, genau zugehört, ja? Wasch dir gefälligst die Ohren und nimm dein komisches Brett wieder mit. Ich wollte etwas, das mir hilft, mehr Stammgäste zu gewinnen. Wie soll mir dieses winzige Schild dabei helfen? Die Schrift ist ja kaum leserlich. Fällt dir nichts Besseres ein, um meinen Laden attraktiver zu gestalten? Oh je, Potato, du musst mir helfen. Ach, gehört ihr zusammen? Du siehst etwas zuverlässiger aus. Vielleicht findest du ja eine Lösung für mein Problem.
Gut, hör zu. Mein Teehaus fehlt einfach das gewisse Etwas. Etwas, das mehr Gäste zum längeren Verweilen und zu häufigeren Besuchen bewegt. Meine Gäste wissen sich sicher selbst am besten, was ihnen fehlt, aber wenn ich sie frage, kriege ich von ihnen einfach keine ehrliche Antwort. Ich bin hier wohl überflüssig. Wenn du herausgefunden hast, was benötigt wird, kannst du das Material bei mir im Gasthaus Shiokaze abholen. Oh, wie traurig. Es ist total traurig und niedergeschlagen. Oh, Mann. Was dem Laden hier fehlt? Naja, man isst hier halt seine Reisklöße und trinkt seinen Tee. Es gibt keinen Grund, länger zu verweilen. Ein Fernseher fehlt. Eine Pfeife, das wäre jetzt genau das Richtige. Ich käme viel öfter her, wenn man hier auch rauchen dürfte. Die alten Raucher! Was ist das denn für eine Message, die das Spiel hier aus... Nee. Die Reisklöße sind köstlich und der Tee ist auch nicht zu verachten, aber das alleine reicht nicht, um mich länger zu halten. Ich würde ja gerne nach dem Essen bei einer gemütlichen Pfeife entspannen. Ehrlich jetzt, Spiel? Ihr promotet Rauchen? Naja. Potato, es tut mir so leid, dass ich dich schon wieder enttäuscht habe. Alles, was ich anpacke, geht schief. Hoffentlich kann ich es irgendwie wieder gut machen. Ich dachte, ich hätte aus meinem letzten Fehler gelernt. Dieses Mal habe ich unserer Kundin aufmerksam zugehört und sie trotzdem falsch verstanden. Aber genug davon. Ich kann noch genug grübeln, nachdem wir den Auftrag erledigt haben. Hast du schon eine Idee, wie wir den Teeladenbesitzerin helfen können? Bein und Bogen zur Bedrohung der Gäste, die gehen vor. Ein heißes Bad im Freien zur Entspannung. Ein Pfeifenkasten für die Raucher. Na klar, ein Pfeifenkasten. Tabak ist in Kogane sehr beliebt und wird auch gerne nach dem Essen oder zum Tee konsumiert. Ich habe alles vorrätig, was du zur Herstellung brauchst. Hier, bitte sehr. Sobald du den hochwertigen Pfeifenkasten hergestellt hast, bring ihn bitte direkt zu unserer Kundin ins Teehaus. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Oh. Das ging schnell. Bam, 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 bam. 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 Glaubst du, es ist irgendwie möglich, neue Stammgäste zu gewinnen? Ja, hier. Bitte sehr. Sollen die Leute mal quarzen hier? Ein Pfeifenkasten. Natürlich, viele meiner Ladensleute rauchen gerne Pfeife, besonders im Tee oder nach dem Essen. Bisher mussten sie dafür immer mein Teehaus verlassen. Ach, das ist nicht gute Handwerksarbeit. Sieh nur, Zemi, an deinem Partner kannst du dir ruhig ein gutes Beispiel nehmen. Ich sag wohl besser gar nichts mehr. Verzeihung, durfte ich mir das einmal ansehen. Oh, Meister Beatin, was macht ihr denn hier? Ach, der Ruf der Bäume lockte mich in den fernen Osten und ich muss schon sagen, die weite Reise hat sich bereits gelohnt. Potato, deine Arbeit ist höchst beeindruckend. Das Holz ist exakt verarbeitet und der samtig schimmernde Lack schmeichelt dem Auge. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Ach, ihr seid wohl ein leidenschaftlicher Raucher. Nein, Rauchen ist ungesund. Ich kenne mich nur gut mit Holzarbeiten aus. Nun ja, solange es meinen Gästen Freude bereitet, gönne ich es ihnen. Auf jeden Fall vielen Dank für den Pfeifenkasten. Zemi, wie kommt es, dass du nicht selbst die Auftragsarbeit für deine Kundin erledigt hast? Herr Zeitmeister, ich habe es probiert, wirklich, aber die Kundin war mit meinem Werk nicht zufrieden, deshalb musste Potato in die Bresche springen. Keine Sorge, es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. Lass dich nur nicht entmutigen, sondern denke darüber nach, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Du hast dich lange genug in Kogane aufgehalten, es wird Zeit, ein neues Gebiet zu erkunden. Du wirst die Rubinsee überqueren, nach Yangtze. Ja, Meister, mir ist kein Weg zu weit, um die Kultur von Doma zu studieren. Potato, sobald ich in Yangtze angekommen bin, schicke ich einen Brief für dich an die Wirtin Kotokatze, damit du dir keine Sorgen um mich machen musst. Zemi, eine Zimmerin muss sich gut mit Holz auskennen und ihr Werkzeug beherrschen. Unser Handwerk erfordert aber auch Liebe und Leidenschaft. Du hast viel gelernt und bist eine begabte Handwerkerin. Vertrau auf deine Fähigkeiten. Was dir vielleicht noch fehlt, ist die aufrichtige Liebe, nicht nur zum Holz, sondern auch zu denen, die deine Produkte benutzen. Denk darüber nach.
So, dann wollen wir mal. Bam, 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 bam. Der Part wird über eine Stunde, gut über eine Stunde gehen. Sobald ich in Yangtze angekommen bin, schicke ich einen Brief an dich. Kuto Katze wird ihn hier für dich aufbewahren, bis du ihn abholst. Ich bin fest entschlossen, Meister Beatty nicht noch einmal zu enttäuschen. Also dann, bis bald. So. Das Geheimnis erfolgreicher Zimmerer. Kuto Katze hat eine Nachricht für dich. Ah, Potato Pet, nicht wahr? Das trifft dich gut. Gerade ist ein an dich adressierter Brief von Semi eingetroffen. Hier, bitte sehr. Lieber Potato, ich schreibe dir, um dich wissen zu lassen, dass ich wohlbehalten in Yangtze angekommen bin. Genau gesagt in dem kleinen Dorf Namai. Hier ist es wunderbar. Die reiche, lebhafte Kultur von Doma bringt so unglaublich schöne Dinge hervor, die jeden Tag aufs Neue meine Augen erfreuen. Und meinen Gaumen. Das Beste sind so kleine gefüllte Teigtaschen, die Dim Sum genannt werden. Die musst du probieren. Komm doch auch nach Namai. Ich lade dich gern zum Essen ein. Herzliche Grüße, deine Zemi. Ich merke schon, wir werden verdammt viel teleportieren müssen, ne? Für die ganzen anderen Klassenquests. Wäre cooler, wenn, also wäre praktischer gewesen, wenn ich die alle angefangen hätte und dann hier rüberreise und die alle mache. Gleichzeitig. Aber so ist es halt nun mal. Als Parts eignet sich das besser, wenn ich beim Handwerker, beim Zimmerer bleibe dann. Nur für euch die ganzen Teleportkosten, ja? Nur für euch. Wenn das nicht mal ein Daumen nach oben wert ist. Potato, du bist es. Ich hab dich vermisst. Freust du dich schon auf das domanische Essen? Du wirst sehen, ich habe nicht zu viel versprochen. Komm, ich zeig dir mein Lieblingsrestaurant. Hey, entspann dich. Ich wollte dir doch nur etwas Gutes tun. Ich habe mich schon intensiv mit der domanischen Zimmererkunst beschäftigt und kann dir gerne darüber erzählen, während wir essen. Hey! Na schön, du hast ja recht. Wir dürfen Meister Beate nicht enttäuschen. Dann verschieben wir das Essen eben auf später und halten zuerst nach potenzieller Kundschaft Ausschau. Bam, badadam, bam, badadam, bam, bam, bam. Ja, ich glaube, das werden wir heute auch nicht durchbekommen im Stream. Weil wir haben ja wie viele Handwerker? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das wären 11 Stunden Stream. Das wird heute nichts. Hilfe? Ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Vor der Besetzung Domas habe ich als Koch gearbeitet. Nun, da die verhassten Galea endlich vertrieben wurden, möchte ich gerne wieder ein Restaurant eröffnen. Dafür brauche ich natürlich Stühle und andere Möbel, aber mein Budget ist begrenzt und ich finde einfach keinen guten Handwerker. Keine Sorge, Herr. Deine Suche hat ein Ende. Ich bin Semi von der Zimmerergilde. Ich werde dir im Handumdrehen die Möbel anfertigen, die du brauchst. Wirklich? Das wäre eine große Hilfe. Darf ich dich wirklich darum bitten? Aber gerne doch. Was für Möbel brauchst du denn? Ich möchte ein Restaurant in der Stadt eröffnen, in dem die Gäste gemütlich essen können. Die Sache ist nur, dass die Domaner, die in den Städten leben, etwas eigenwillige Essgewohnheiten haben. Ganz andere als hier auf dem Land. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie von einem Restaurant erwarten. Verstanden. Dabei kommt mir eine tolle Idee. Potato, was hältst du von einem kleinen Wettstreit? Wir fertigen beide ein Möbelstück an und präsentieren es unseren Auftraggeber. Er soll darüber entscheiden, wer von uns die bessere Arbeit geleistet hat. Bisher habe ich noch keinen einzigen Auftrag zufriedenstellend erledigt. So darf es nicht weitergehen. Bitte gib mir diese Chance, mich in den Augen unseres Meisters zu beweisen. Klasse, vielen Dank. Na, da bin ich ja mal gespannt. Viel Erfolg. Es kann nicht schaden, euch hier im Dorf umzuhören. Einige Leute haben früher in der Stadt gelebt und können euch von der dortigen Esskultur erzählen. Danke, das machen wir. Also los, Potato, viel Glück. Komm zu mir, sobald du eine Idee hast, was du herstellen willst. Ich versorge dich mit allem, was du dafür brauchst. Bis später. Dum, 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 da, 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 dum, 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 da, da, dum, dum. Ja, ich bin in der Stadt aufgewachsen. Die Dorfbewohner hier tragen das Herz am rechten Fleck, aber sie haben einfach kleine Manieren. Sie essen auf der Straße und schlürfen ihren Tee direkt von anderen Leuten. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen, mein Essen genieße ich am liebsten in Ruhe mit guten Freunden. Dabei besprechen wir wichtige Dinge, aber nur, wenn unsere Privatsphäre zumindest durch einen Wandschirm geschützt ist. Ah, einen Wandschirm müssen wir herstellen, okay. Schon alles direkt erledigt. Wissen wir direkt Bescheid. Wissen wir direkt Bescheid, wissen wir direkt Bescheid. Wir müssen trotzdem mit den anderen Leuten sprechen. Im Vergleich zu unseren Dörflern sind die Städter eleganter, würde ich sagen. Sie tragen schicke Kleidung und teuren Schmuck, vor allem aber legen sie Wert auf gute Umgangsformen.
Ah, man kann nicht aufs Dach drauf hüpfen, okay. Ah, da ist einer. Manazuru. Ja, ich habe eine Zeit lang in der Stadt gelebt. Das war, nachdem ich aus meinem Heimatdorf fliehen musste, weil es von Soldaten der Gallia verwüstet wurde. Hm, wie die Städte essen. Das soll ich dir vorführen? Was soll das? Bist du verrückt? Deine unverschämte Bitte kannst du dir abschminken. Ich wollte kein Rohr verlegen, ich schwöre es. Ich habe sie nicht gefragt, ob ich ein Rohr verlegen darf. Ich schwöre es, diesmal war ich es nicht. Diesmal habe ich nichts damit zu tun, dass sie so reagiert. La, 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 la. Na, Potato, wie sieht es aus? Was braucht unser Kunde? Das komplette Restaurant. Ein Holzschild, um das Essen zu verteidigen. Wandschirme zum Abtrennen der Sitzplätze. Wandschirme? So einfach? Wie ich dich kenne, hätte ich mir irgendwas Prachtvollerem gerechnet. Du hast doch nicht einfach vor, absichtlich zu verlieren, oder? Das wäre wirklich eine herbe Enttäuschung. Ich habe viel gelernt und hart gearbeitet. Ich kann gewinnen, ohne dass du dich zurückhältst. Potato, ich wollte dir nichts unterstellen. Mir hätte klar sein müssen, dass ein erstklassiger Handwerker wie du immer höchste Perfektion anstrebt. Es tut mir leid, ich habe einfach Angst, ich könnte Meister Beatin schon wieder enttäuschen. Vielleicht ist es die letzte Chance, mein Können unter Beweis zu stellen. Wer weiß, ob ich sonst je wieder einen Auftrag bekomme. Ich muss möglichst schnell das Zimmererhandwerk des fernen Ostens meistern, um unsere Gilde vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Dafür sollte ich etwas Exotisches herstellen, elegant und luxuriös. Och, Verzeihung, ich war in Gedanken, was brauchst du an Material für einen hochwertigen Wandschirm? Hier, bitte sehr, das Material habe ich aus der Reisekasse bezahlt, die mir Meister Beate mitgegeben hat. Ich stehe dir ebenso zu wie mir. Viel Erfolg. So, gar kein Problem. Dann gehen wir mal zu unserem Kunden. 1 Stunde 2 Minuten schon. Das sind wieder lange Parts hier. Ein Restaurant in der Stadt zu eröffnen ist mein absoluter Traum. Bitte hilf mir dabei, ihn zu verwirklichen. Oh, das ist ja... Sieht doch beides gut aus. Dürfte ich auch einen Blick darauf werfen? Meister Beatin! Hm, was für ein schöner Esstisch. Die für Doma so typischen Ornamente sind hervorragend gelungen. Die Arbeit zeugt von einer überragenden Kunstfertigkeit auf professionellem Niveau. Gut gemacht, Semi. Nun zu deinem Werk, Potato. Ah, was für ein wundervoller Wandschirm. Die Lackierung kommt hervorragend zur Geltung. Ich bin wirklich beeindruckt. Der Wandschirm ist nicht so aufwendig verziert wie Zemis Esstisch, aber gerade diese Schlichtheit erfordert viel Geschick und Erfahrung. Das ist alles nur meine persönliche Meinung, doch heute soll es nicht an mir liegen, eure Arbeit zu beurteilen. Werter Reizahn, welches Möbelstück gefällt dir besser? Ja, mir wäre ja schon auf den ersten Blick klar, was das Richtige für mich ist. Meine Wahl fällt auf. Den Wandschirm. Oh. Oh je, mir ist schon klar, dass Potato viel erfahrener ist als ich und sein Werk ist wunderschön, aber ich habe mir solche Mühe gegeben. Ich dachte wirklich, dieses Mal hätte ich eine Chance. Dürfte ich fragen, warum du dem Werk von Potato den Vorzug gegeben hast? Gerne. Ich habe gehört, dass die Stadtbewohner sich nicht gerne beim Essen beobachten lassen. Wenn ich die Sitzplätze mit diesen Wandschirmen abtrenne, können sie ungestört ihr Essen genießen. Der Esstisch ist ein Kunstwerk, keine Frage. Aber ich habe mich dazu entschieden, in meinem Restaurant vor allem auf den praktischen Nutzen Wert zu legen. An solch einem offensichtlich teuren Tisch könnten sich meine Gäste kaum entspannen.
Die aufwendigen Verzierungen lassen mich vermuten, dass du die Zeit genutzt hast, um romanische Muster zu studieren, anstatt wie geraten die potenziellen Gäste zu befragen. Bei der Herstellung dieses Tisches standen nicht die Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund, sondern die Zuschaustellung handwerklichen Geschicks. Potato hingegen war sich nicht zu schade, umherzulaufen und mit den Dorfbewohnern zu sprechen. Dieser Wandschirm verkörpert aufrichtiges Interesse an den Kundenwünschen und deshalb ist er so gut geworden. Nun gut, ich glaube, ihr habt genug gelernt. Die Reise durch den fernen Osten kann nicht ewig währen. Kehren wir zurück nach Redania in unsere Gilde. Bedeutet das etwa, dass Meister Beatir mich für unfähig hält? Was soll bloß aus mir werden? Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es gerade ging, aber für den Wandschirm bin ich dankbar. Ich werde ein Restaurant errichten, in dem er zur guten Geltung kommt. Das verspreche ich. So, auf zurück nach Redania. Dann die letzte Quest. Aber ist ganz schön viel, ne? Die Handwerksquests dauern schon ganz schön lange, muss man sagen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? Meister Beatin, den Gebietern sei Dank, dass ihr wieder hier seid. Der Tisch, den ihr mir gezimmert habt, ist kaputt. In dem Zustand kann ich einfach nicht damit arbeiten. Bitte repariert ihn für mich. Wie könnte ich da Nein sagen? Ich freue mich, dass dir der Tisch so ans Herz gewachsen ist. Mal sehen, was ich tun kann. Ich sage dir später Bescheid. Meister Beatin, bitte hört mich an. Mein Sohn wurde in die Bruderschaft der Morgenviper aufgenommen, braucht vor Dienstantritt aber dringend noch einen neuen Speer. Könnt ihr ihn persönlich herstellen? Es wäre uns eine große Ehre. Oh, in die Bruderschaft der Morgenviper. Alle Achtung, das ist eine herausragende Leistung. Ich sorge dafür, dass er seinen Speer rechtzeitig bekommt. Möge damit viele Heldentaten vollbringen. Hä, ich hatte auch noch eine Bitte an Meister Beatin, aber damit muss ich wohl warten. Der Meister ist ein vielgefragter Mann. Dürfte ich fragen, warum für deinen Auftrag nur Meister Beatin in Frage kommt? Warum ist er so beliebt? Meister Beatin passt jeden Gegenstand, den er anfertigt, mit liebevoller Hingabe ganz genau an die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden an. Das spürt man sofort, sobald man eines seiner Werke ausprobiert. Jedes von ihnen ist für eine ganz bestimmte Person geschaffen. Nicht um des Handwerkers willen. Nicht um des Handwerks willen, sondern für die Bedürfnisse des Kunden. Das erinnert mich an meine Kindheit. Ich stamme aus einer bettelarmen Familie, die sich nichts leisten konnte. Nicht einmal die einfachsten Möbel. Meine Mutter zog mich und meine Geschwister ganz allein groß. Sie schuftete Tag und Nacht, um uns satt zu kriegen, bis eines Tages ihr Rücken den Dienst versagte. Ich wollte ihr irgendwie helfen, also versuchte ich mich an meiner allerersten Handwerksarbeit. Ich fertigte ihr einen Lehnstuhl an, damit sie sich besser ausruhen konnte. Klar, er war ein grob gezimmertes, hässliches Teil, aber es erfüllte seinen Zweck. Bei seiner Herstellung habe ich nur an meine Mutter gedacht. So muss es sein, wenn man die Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen will. Aber das Elend meiner Mutter hat mir auch Angst gemacht. Ich wollte unbedingt erfolgreich sein, doch bei der Jagd nach Erfolg habe ich nach und nach das eigentliche Ziel aus den Augen verloren. Nun ja, wenn man etwas verloren hat, muss man es nur wiederfinden. Semi, du hast tatsächlich etwas Wichtiges aus den Augen verloren, aber die Erkenntnis darüber bringt dich wieder auf den richtigen Weg. Du wirst eine großartige Handwerkerin. Meister, danke! Eure Worte bedeuten mir sehr viel. Und dir, Potato, danke ich von Herzen für deine Unterstützung. Dank dir habe ich eine wichtige Erkenntnis erlangt, vielleicht die wichtigste meines Lebens. Ich fühle mich wie neu geboren, also frisch ans Werk, Säge gezückt, für die besten Holzmöbel brauche ich bestes Holz. Auch ich danke dir, Potato. Über Holz fällt mir das Reden leicht, doch im Umgang mit anderen Leuten bin ich weniger gewandt. Du hast da ein viel besseres Händchen. Du warst ziemlich ein gutes Vorbild und hast sie auf einen guten Weg gebracht. Ich glaube, wir müssen uns um sie keine Sorgen mehr machen. Trotzdem freut sie sich bestimmt, wenn du ab und zu nach ihr siehst. Ich vermute, sie wird in nächster Zeit ihren Arbeitsplatz vor der Gilde kaum verlassen.
Vor der Gilde. Also muss ich jetzt hier hin, ne? Ui. Potato, stell dir vor, Meister Beatin hat mich für würdig befunden, Aufträge für die Gilde auszuführen. Ich bin da so aufgeregt. Während ich auf die Kunden warte, will ich mich an Möbelstücken für im fernöstlichen Stil versuchen. Nur so zur Übung, um nicht zu verlernen, was ich mir auf meiner Reise durch den Fernosten angeeignet habe. Dabei will ich mich nicht einfach auf das Handwerk konzentrieren, sondern vor allem auf die Leute, die sich später verwenden werden. Meister Beatin soll stolz auf mich sein. Ich werde ihn nie wieder enttäuschen. Xenia hat offensichtlich auf dich gewartet. Potato, ich hatte gehofft, du würdest kommen. Der Kunde, für den ich arbeiten soll, ist gerade bei Meister Beatin. Ich bin ja so aufgeregt. Kannst du mich zu Meister Beatin begleiten? Danke, nichts wie hin. Die letzte Quest. Das ist ganz schön lang, ne? 1:10 jetzt schon. Eieiei. Das wird heute ein langer Stream. Potato, das ist mein guter Freund Gerhard. Wenn ich mich nicht irre, kennt ihr euch bereits. Allerdings, bei meinem letzten Anliegen wäre ich ohne Potato aufgeschmissen gewesen. Mit dem Bogen war das, ne? Dank ihm konnten wir unsere Aufgabe so gut erfüllen, dass wir seitdem innerhalb der Bruderschaft der Morgenwieper einen guten Ruf genießen. Zahlreiche neue Rekruten haben sich meiner Einheit angeschlossen, was allerdings wieder neue Probleme aufgeworfen hat. Insbesondere zwischen den Rekruten aus Alamego und den Rekruten aus Gridania kommt es ständig zu Streit. Fremdenfeindlichkeit ist Gift, das die Moral der Truppe zersetzt. Ein altes Phänomen, das leider nicht so leicht aus der Welt zu schaffen ist. Um den internen Frieden wiederherzustellen, hatte ich ein Treffen organisiert, bei dem sich die Streithähne aussprechen sollten. Es lief leider nicht gerade gut. Bitte, helft mir, den Streit zu schlichten. Ah, verstehe. Dann sollten wir zuerst einmal die Soldaten befragen, was aus ihrer Sicht so problematisch ist. Ja, ich kümmere mich darum. Ich werde nicht ruhen, ehe unser Kunde zufrieden ist. Potato, kannst du dich bitte auch um diesen Auftrag kümmern? Nur für den Fall der Fälle. Es ist nicht so, dass ich Ximi nicht vertraue, aber sie ist noch nicht vollständig ausgebildet. Gerhard hat unserer Gilde einen offiziellen Auftrag erteilt und die Ausbildung unserer Lehrlinge darf auf keinen Fall auf Kosten unserer Kundschaft gehen. Die Streithähne halten es kaum noch in einem Raum miteinander aus. Einer der Rekruten aus Gridania wartet vor der Abertown der Bruderschaft, während sich ein anderer Rekrut aus Alamigo irgendwo in Al-Gridania herumtreibt. Kommt zu mir, sobald ihr mit Gerhards Soldaten geredet habt. Aber klar doch, Meister. Das ist jetzt ihre Prüfung. Also ja, dann hat die aber ganz schön schnell ihre Prüfung abgelegt hier. Bei mir hat das länger gedauert. Ah. Da, 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 da. Da, 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 da. Suchst du nach unserem Hauptmann Gerhard oder nach mir? Was ich an den Rekruten aus Alamigo auszusetzen habe. Jede Menge. Die Barbaren wissen sich einfach nicht zu benehmen. Es tut mir ja leid, dass ich für schlechte Stimmung in der Truppe gesorgt habe. Deshalb bin ich auch Gerhards Einladung zum Treffen gefolgt. Ich wollte mich wirklich mit diesen migischen Holzköpfen vertragen, aber das war ein totaler Reinfall. Kaum hatten wir uns hingesetzt, haben sie uns migischen Tee serviert. Kannst du dir das vorstellen? Ein deutliches Zeichen, dass sie nicht daran denken, sich an die gridanischen Gepflogenheiten anzupassen. Klar, sie müssen ihre Kultur nicht verleugnen, aber zumindest hätte ich ein neutrales Treffen erwartet. Verzeih, aber ich sage dir besser nicht mehr dazu, sonst werde ich nur noch wütender. Wenn du unbedingt willst, kannst du dir ja anhören, was die verlogenen Megiden dazu zu sagen haben. Verlogene Megiden? Du bist einfach nur ein Rassist. Keiner Rassist. Das ist so, als würde ich jetzt hier durch Deutschland gehen und sagen, boah, die ganzen Shisha-Bars. Der wollte mit mir reden, der Shisha-Bar. Wenn ich dich anpassen an unserer Kultur. Bist du ein Freund von Hauptmann Gerhard? Was willst du von mir? Was bei dem Treffen mit den gridanischen Schlangen schiefgelaufen ist? Na schön, ich will's dir sagen. Wir sind zwar nicht von hier, aber wir riskieren unser Leben für Gridania. Trotzdem behandeln uns die Gridania wie rückständige Barbaren. Wir hatten keine Lust auf das Treffen, aber Hauptmann Gerhard war es wichtig und wir waren bereit zur Versöhnung. Um zu zeigen, dass wir es ernst meinten, hat mir sogar einen traditionellen Tee aus unserer Heimat zubereitet. Perlen vor die Säue, kann ich da nur sagen. Sie haben ihn ausgespuckt und sind gegangen. Wir haben die Schnauze voll. Wir lassen uns nicht mehr so abfällig behandeln. Ab jetzt werden wir Megiden nur noch unter uns bleiben. Wir werden getrennt von den Gridaniern essen und in eigenen Einheiten kämpfen. Ich glaube, die Lösung ist ein Teehaus. Denn wir haben das Teehaus-Möbelset hier. Das ist ein kleiner Spoiler irgendwie, ne, dass man das da schon drin stehen hat. Ich weiß ja schon, was die Lösung ist. La 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 la. Damit die Teekultur hier in Gridania Einzug erhält.
Ist auch schön. Kultureller Austausch, ja? Ist immer besser als, das klingt jetzt, also, ne, also Kulturen, die sich ergänzen, ne? Wir essen ja Döner, ne? Weil ich bin jetzt kein Freund von Shisha, aber soll jeder machen, wie er will. Also, ich mach das halt nicht, ne? Also, das ist für mich nix. Ich finde das gut, ne? Sonst hätten wir auch keine Pizza in Deutschland zum Beispiel, ne? Man muss ja nicht nur immer aus der türkischen Richtung das betrachten, sondern Pizza ist ja zum Beispiel, ne? Oder Baguettes oder Croissants aus Frankreich und so weiter. Hast du dich mit den Rekruten aus Gredania und Alamego unterhalten? Hast du eine Idee, wie ihr Streit beizulegen ist? Mit Knüppeln und Bögen. Mit einer fernöstlichen Teegesellschaft. Mit zueinander passenden Möbeln für ihre Unterkünfte. Nee. Was für eine entzückende Idee. Ich erinnere mich noch gut an das hübsche Teehaus in Kugane. Und die fernöstliche Tradition sind sowohl Gredanian als auch Migiten fremd. Niemand muss sich benachteiligt fühlen. Gut, dann brauchen wir nur noch passende Möbel, wie sie bei Teegesellschaften im Fernosten verwendet werden. Du kennst sie aus erster Hand. La 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 la. Ich glaube, wir können das sogar nutzen. Ja. Endlich mal wieder. Also motorisches Gedächtnis kann man nur am Anfang eines Crafting-Vorgangs nutzen und hat halt 300% Effizienz, ne? Deswegen hat das so viel aufgefüllt auf einmal. Weil es quasi wie drei Schritte ist, drei Arbeitsschritte in einem. So, dann haben wir das auch erledigt. Gerhard, hier. Meine Soldaten müssen einander blind vertrauen und sich im Kampf gegenseitig decken, um zu überleben. Dabei darf die Herkunft keine Rolle spielen. Bitte helft mir, den Streit zwischen ihnen zu schlichten. Was ist denn das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das, mein Freund, sind nahezu perfekte Repliken fernöstlicher Teehausmöbel. Potato hat mal wieder ganze Arbeit geleistet. Gut, jetzt zu dir, Zemi. Was hast du hergestellt? Na komm. Meine Kreation ist das hier. Jetzt bitte das Pfeifending, was dann dazu passt. Oder so. Lass sie auch mal Erfolge haben hier. Das ist ja genau das gleiche Tierhaus-Möbel-Set wie von Potato. Zemi, wie bist du darauf gekommen? Nun ja, ich habe mir beide Seiten angehört und hatte den Eindruck, dass sie sich eigentlich vertragen wollen, dafür aber eine neutrale Umgebung brauchen. Ich dachte, wenn wir weder die kredanische noch die migische Kultur in den Vordergrund stellen, könnten sie ins Gespräch kommen. Eine fernöstliche Teegesellschaft schien mir dafür perfekt geeignet. Hahaha, sehr schön, dass du dieselbe Idee wie Potato hattest, ist ein deutliches Zeichen deiner Reife. Du hast wirklich dazugelernt. Dann wollen wir mal gleich eure Kunstwerke zum Einsatz bringen. Bloß wo? Ich würde sagen, die Abkalu-Fälle bieten sich an. Potato, Zemi, geht bitte schon vor. Ich komme gleich nach. Gerhard, holst du bitte deine Rekruten. Sehr gerne, bis gleich. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. So, dann gehen wir da mal zu den schönen Fällen hin und dann... Gibt es ein schönes Teehaus und es wird da leider nicht bleiben, vermutlich. Das wäre eigentlich cool, wenn diese Handwerksquests dafür sorgen, dass hier was permanent verändert wird in Gredania für mich. Das hätte ich schon richtig geil gefunden. Ich glaube, ihr auch, oder? Das wäre schon richtig hammergeil gewesen. Wenn du hier einfach die Handwerksquest machst und am Ende hast du halt einfach dann hier ein Teehaus stehen, was kein anderer, also nur die Leute sehen, die das gemacht haben. Nicht kein anderer, aber, ne? Das wäre schon ziemlich cool. So wie bei den Rufquests und so. Ah, aber vielleicht ist es ja sogar so. Vielleicht bleibt das Teehaus dann da. Vielleicht ersetzt, wird das irgendwie in dem Stein rein oder so, sodass man, ne? Es kann ja hier immer noch, hier kann ja quasi immer noch ein Teehaus entstehen. Ohne Probleme. Aber schauen wir mal. Oder ob das nur in der Zwischensequenz zu sehen ist. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Unser letztes Treffen nahm ein unerfreuliches Ende, aber das lag in erster Linie an meiner Unachtsamkeit gegenüber der gredanischen und der migischen Kultur.
Ich kann gut verstehen, dass der megische Tee den Eindruck erweckt hat, die megische Kultur würde bevorzugt. Das tut mir aufrichtig leid. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich euch nicht aufgrund eurer Herkunft beurteile. Als euer Befehlshaber bin ich für das Leben von jedem von euch gleichermaßen verantwortlich. Um euch zu demonstrieren, dass ich es ernst meine, habe ich die Zimmerergilde damit beauftragt, einen neutralen Rahmen zu schaffen, der weder die gredanische noch die migische Kultur bevorzugt. Hoffentlich gefällt euch, was hier geboten wird. Na, ist keine permanente Änderung. Glaube ich zumindest nicht. Sind nur ein paar Möbel. Ha, damit habt ihr nicht gerechnet. Eine originalgetreue Nachbildung eines fernöstlichen Teehauses in Kugane. Kugane, die Hafenstadt im fernen Land Higashi? Ja, das sieht tatsächlich sehr exotisch aus. So sieht es also in Kugane aus. Das ist ja toll. Ich wusste nicht, dass es außerhalb von Gridania so etwas Schönes gibt. Alltagsgegenstände verkörpern die Kultur eines Landes und bieten einen direkten Zugang zur Gedankenwelt seiner Bewohner. Diese Welt ist voller Wunder. Was weiß ich schon von den Brauchtümern fremder Länder? Ich war wohl ziemlich engstirnig. Wir haben zu voreilig über euch geurteilt. Wir werden uns bemühen, die Kultur von Alamigo besser zu verstehen, denn ihr seid unsere Kampfgefährten. Auch wir haben noch viel über Gridania zu lernen. Es ist unsere zweite Heimat und verdient unseren Respekt. Gut gesprochen. Das wäre also geklärt. Lasst uns die Becher erheben und auf unsere neue Freundschaft trinken. Boah, dass die Handwerksquests 1,5 Stunden dauern würden. Eine Reihe, Handwerksreihe-Quest. Von wie viel hatte ich gerade eben gesagt? 12 Stück oder so? Keine Ahnung. Das ist schon krass. Hätte ich 3 Parts draus machen können. Wenn ich arschig bin. Aber Potato Pet ist ja nicht arschig. Allem Anschein nach ist unsere Zusammenkunft ein voller Erfolg. Amüsiert ihr euch? Und ob, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Vorher hielt ich es kaum für möglich, mit den Megiten vernünftig zu reden, aber da habe ich mich gewaltig getäuscht. Wir Megiten waren kein Deut besser. Die Schranken in unseren Köpfen trennten uns von unseren Kameraden. Wir müssen unsere Herzen öffnen und mehr über Gridania in Erfahrung bringen. Ihr seid Kameraden, die Seite an Seite kämpfen werden. Euer Leben wird davon abhängen, wie gut ihr euch gegenseitig kennt und vertraut. So. Quest abgeschlossen, yay. Danke für eure Hilfe. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr beide genau das gleiche herstellen würdet. Die Teegesellschaft war eine hervorragende Idee. Ehrlich gesagt sind bei meinem direkten Vergleich deutliche Qualitätsunterschiede zu erkennen. Sind beim direkten. Aber Qualität ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist vor allem, ob das Produkt die Bedürfnisse des Kunden erfüllt. Und nach diesem Kriterium habt ihr beide ganze Arbeit geleistet. Sammy, mach weiter so, dann wird aus dir eine angesehene Handwerkerin, die Potato und nichts nachsteht. Danke, Meister. Ich werde mein Bestes geben, um mein Potenzial zu entfalten und eines Tages Potato das Wasser reichen zu können. Verzeiht, Meister, darf ich fragen, wie es um die Finanzen unserer Gilde bestellt ist? Ist der Ruin noch abzuwenden? Ruin? Gutes Kind, wie kommst du denn darauf? Wir haben einen Exklusivvertrag mit der Bruderschaft der Morgenviper und zahlreiche Stammkunden. Unsere Auftragslage könnte kaum besser sein. Aber Meister, wenn ihr nicht sparen müsst, warum arbeitet ihr dann bloß Tag und Nacht, ohne richtig zu essen? Ich habe euch nur Wasser trinken sehen. Ach, das kann ich erklären. Aus Liebe zum Holz wollte ich mich eine Zeit lang nur vom Wasser ernähren, um die Lebensweise der Bäume am eigenen Leib zu erfahren.
Was? Oh, offensichtlich muss ich noch viel lernen, sogar über meine eigenen Meister. Aber das ändert nichts daran, wie dankbar ich dir bin, Potato. Obwohl ich mich bezüglich der Finanzen unserer Gilde wohl geirrt habe, bereue ich keinen Jalm unserer Reise in den Fernosten. Danke, dass du mich begleitet und auf den richtigen Weg gebracht hast. Du hast die Reise zu einem Vergnügen werden lassen und mir ermöglicht, als Zimmerin zu wachsen. Hoffentlich bietet sich uns irgendwann wieder die Gelegenheit, zusammen zu verreisen. Gut, dann will ich mal wieder an die Arbeit. Es gibt noch viel zu tun und zu lernen. Besuch mich, wann immer dir danach ist. Ich vermisse dich schon jetzt. Tschüss! Wie schön. Potato, auch ich danke dir, dass du Simi begleitet hast. Ohne dich wäre sie verloren gewesen. Mit deinem Talent als Zimmerer, gepaart mit deiner Hingabe zu unserem Handwerk, vermagst du Wunder zu vollbringen. Glücklich ist ein jeder, der deine Bekanntschaft machen darf. Und geschafft. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Und dann im nächsten Part sehen wir den Grubschmied. Ja, der Grubschmied, meine lieben Freunde. Bis dann, haltet die Unschärfe, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.